Hallo ihr Sepplinge, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tales of Berseria. So, letzte Folge ist Luffyset abgehauen. Nico meinte, sie hätte ihn gesehen, er wäre irgendwo in den Wald gelaufen. Aber ich möchte jetzt doch mal noch eben hören, was ihr Ausrufezeichen zu erzählen haben. Have you seen Luffyset? Nope, can't say that I have. Alright, let me know the second you see him. Got it. Is he in bad shape? Well, he refuses to stay in bed. He needs his rest, but he's always walking around or reading outside. I can't say I'm surprised. He's always been a curious lad. He likes reading difficult books. When I saw him the other day, he told me all about the latest navigation techniques and exotic farming methods, too. Only one kid in a million is as smart as he is. You're exaggerating. Well, maybe not. It's a shame. If he could go to school in the capital, I'm sure he'd make a name for himself as a scholar. The capital? Isn't that days and days by ship from Taliesin? No way! Not happening. Even if he gets better, I could never let him go that far away all by himself. He can handle it. He's actually a very responsible boy. I don't think you need to worry. I couldn't handle it. I would worry. And be lonely. Oh. Ja, ich kann Velvet schon verstehen. Sie haben ja wirklich einen großen Familienzusammenhalt, einen starken Familienzusammenhalt, nachdem ihre Eltern schon tot sind, die Schwester tot ist. Oh je. Reden wir mal mit Nico. Vielleicht hat die ja jetzt noch eine bessere Ahnung, wo er ist. I was going to have them join the search, but they won't move at all. It's like they're scared of something. Oh. Oje, oje, oje. Ja, vielleicht ja, weil draußen Dämonen vorm Dorf umherspringen, haben wir ja erfahren. So, und wer ist das hier? Den kenne ich noch gar nicht. Hey Velvet, did you hear the news? Tonight is going to be another Scarlet Night. I remember the moon turned red 7 years ago. But what is it anyway? It's a red lunar eclipse. It happens every several years or so. Apparently, you can predict the next one by watching the movements of the stars. According to legend, a crimson moon is a gate that connects our world to the next. It's also said to be proof of humanity's sins. You sure know a lot about it. Luffyset taught me, just a few minutes ago. You saw Luffy? Where'd he go? Actually, I don't know. Sorry. Aww. Oh je. Ja, einen Blutmond hatten wir ja auch. 2015 war ja dieser Supermond. Mit dem Blutmond fiel das ja zusammen. Oh Gott, da habe ich morgens hier noch gestanden und habe noch Bilder gemacht. Habe ich meine Spiegelreflex noch gezückt. Ah ja, genau, guck, da hinten ist der Stern. Habe die Spiegelreflex noch mir geschnappt und habe mich dann morgens irgendwie um 4:30 oder so... Nee, du greifst mich jetzt nicht an. Habe ich mich auf die Haustür gestellt. Ein Linksy-Pilz. Und, oh. Ach, da ist er doch. Luffy! Velvet, can you walk? How's your fever? I'm fine. I was just taking a break. Oh, you little... You know better than this, Luffyset. Running off without telling me. What if something happened to you? You wouldn't be the only one hurt. Do you understand that? I'm sorry. If you want to do something, just ask. I know I'm a crummy big sister, and I can't afford to buy you all the things you want. No, that's not why I went out. You see, it was just... Warum denn? I get it. You're right. I forgot the flowers for the graves. Yeah, so I was going out to the Cape, and I thought... You want to see the ocean too, don't you? Well, yeah, that too. Fine. Just for today, though. Are you sure? I am. But next time you run off like that, I'm strapping you to your bed. Yes, ma'am. Good. It's off to the Cape, then. Hooray! Yay! Und wir haben noch ein Gespräch. Aber was ich noch sagen wollte, da habe ich mich dann wirklich morgens vor die Haustür gestellt, habe da Bilder gemacht. Habt ihr euch das auch angeschaut oder habt ihr das lieber verschlafen? Also es war schon ganz cool, aber er schien nicht so rot, wie ich gehofft hatte. So, jetzt hören wir uns aber das Gespräch an.
Remember how we went out together to pick Princessias on the morning of Celica's funeral? Yeah. I was only 4, but I remember. We couldn't find any in the village or at the Cape. Right. Because the demons had made a mess of them. And then you suddenly started climbing down the edge of the cliff. You ran over and grabbed me. You had the scariest look on your face. Of course I did. Do you have any idea what I'd do if I lost you too? You'd still have Arthur. He'd help you. He'll help the world. He's quite the guy. That's probably true. But I'd still miss you like you wouldn't believe. I know. I'm sorry, sis. But down the cliff from where you were, a lone pair of Princessia were blooming. I remember. A gentle breeze came in, and it smelled like Celica. That's right. That's why I believe those flowers were a message from her. Do you know what Princessia flowers signify? An irreplaceable treasure, and wishes for good health for many years to come. Right. And that sums up my feelings nicely, Lofi. Yeah. Me too, sis. Das ist aber auch ein schönes Symbol dann. Noch ein Lingsipilz. Ach Gott, wir haben ja schon wieder ein Gespräch hier. Hier wird aber heute viel geschnackt, das ist ja Wahnsinn. How about I make you some Applebu when we get home, Lofi? Applebu? What's that? Grated apples. Whenever I caught a cold when I was little, Celica would make it for me. It's sweet and tart and juicy and crisp. Eating it always made me feel better. Well, apples are good for you. But what does the boo mean? When I was a baby, I would always say boo-boo when I wanted to eat an apple. So that's where the name comes from. Wait, you called apples boo-boo? You must have been a strange baby. You used to do the same thing. When Celica and I heard you, we laughed so hard. Boo! Zu früh gefreut, Lafi, zu früh gefreut. Ach ja, schön. So, hier ist schon wieder ein Schweinchen. So, jetzt geht's gleich nach rechts und dann sind wir am Kap und können wir da nach den Blumen suchen und aufs Meer hinausschauen. Es ist schon wirklich ein sehr, sehr schöner Ort hier oben, muss ich sagen. Also die Aussicht, wow. Just look at all these. This place never changes, does it? It does too change. The seasons, the wind, the weather. Change one and the sea's totally different. And the same goes for what lies across the sea. Across the sea? Sometimes I just don't know what you're talking about. Hey, Velvet. Thank you for taking me out here today. You don't need to thank me. Hey, Lofi. Do you know why it is that birds fly? Well, if they didn't, they couldn't catch food. Or escape from predators. Thought so. But you know, I think there's more to it than that. A bird that's born with wings has to... Was denn? A demon! Oh, scheiße. Oh, scheiße. Lafayette, run! No matter how much it hurts, run! Velvet! Don't be scared. You can do it. You're going to be strong, like Arthur. No, you can't! Go! Und was will Velvet machen? Why is a demon here? I don't want to go alone! Arthur hat doch gesagt, you ja. Have to. Don't let your feelings get in the way, or that thing will kill you too! But please! Ja, wir können ihm keinen Schaden machen, wie Arthur gesagt hat. Keine Chance, weil wir kein Exorzist sind. It's just like Arthur said. I have to do this! Oh, wir hätten Beine wegrennen müssen. Stop! Face me, Demon! Lauf weg, Lafi! Der erwischt dich doch.
Oh, Scheiße. Velvet. Nein, er hat nicht. Er hat den Kamm gekauft. Für Velvet. Oh. Is this why? Oh Gott. Arthur, genau im richtigen Augenblick. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Meine Güte, was eine Action hier. Was eine Action. Jetzt immer wieder zu Hause. Alles ist gut gegangen. Zum Glück. How did I get home? Velvet! Luffy, you're all right. Sorry, it's all my fault. No, if you weren't there, there's no telling what might have happened to me. Your old one broke, right? You've got beautiful hair. It would be a waste if you didn't take care of it. Aww. I'll make a new world. A world where my sister can be happy. Die beiden sind echt der Wahnsinn, wie die füreinander da sind. Das ist echter Familienzusammenhalt. Scarlet Knight? What's going on? Was it all a dream? No, it wasn't! Luffy ist jetzt Kammer halten. Ich sehe hier gerade, der Raum von Luffy Set ist leer. Wo schläft eigentlich Arthur? Hier sind doch nur zwei Betten drin. Ha. Ist irgendwas hier oben? Ich will jetzt mal gerade nach oben gucken. Nee, auch nur hier sehen wir den tiefroten Mond. Doch, hier oben ist noch ein Bett. Eieieiei. Die Musik bedeutet nichts Gutes. Die Musik bedeutet nichts Gutes. Eine extrem actiongeladene Geschichte, eine extrem actiongeladene Folge heute. Ich bin gar nicht richtig zu Wort gekommen, aber ich will den beiden ja auch nicht in ihre Gespräche reinlabern. Ja, von daher würde ich sagen, für heute verabschiede ich mich erstmal wieder. Da ich ja momentan noch kürzere Folgen machen muss, toi toi toi, ich hoffe Ende der Woche dann nicht mehr. Oh Gott, ich will am liebsten weitermachen, aber ich kann nicht. Oh je. Ich hoffe, ihr seid morgen auch wieder mit dabei und dann bin ich mal gespannt. Das ist ja eigentlich eine normale Nacht. Es ist ja eigentlich nur ein Blutmond in Anführungsstrichen. Aber die Musik verrät mir schon und dass hier niemand zu Hause ist, dass das morgen extrem spannend und extrem actiongeladen weitergeht. Also ihr Lieben, ich würde mich freuen, wenn ihr morgen auch wieder mit dabei seid. Dankeschön, dass ihr heute mit dabei gewesen seid und damit macht's gut. Bis morgen. Tschüss.